Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch das Prime CPR Feedback System am Corpus 1 vorstellen. Dieses kommt bei der manuellen Reanimation zum Einsatz und so könnt ihr euch die Qualität eurer Thoraxkompressionen anzeigen lassen, so wie es in aktuellen Guidelines empfohlen wird. Andi, zeig uns doch mal, wie man das Ganze anschließt. Jawohl, bei den Prime CPR Feedback Sensoren unterscheiden wir den Mehrweg vom Einwegsensor. Der jeweilige Sensor ist bereits am Corpus 1 konnektiert. Nach Benutzung des Einlegsensors lässt sich dieser am Zwischenkabel abstecken und der neue Sensor ebenfalls hier konnektieren. Wir befinden uns in einer offensichtlichen Übungskünstlichkeit. Der Feedbacksensor wurde bereitgelegt. Ben, in der nächsten Beatmungspause, bringst du ihn bitte an. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Wie ihr sehen konntet, ließ sich der Feedback-Sensor ohne Zeitverzug in der Beatmungspause platzieren. Wenn eine mechanische Reanimationshilfe zum Einsatz kommt, muss er zuvor entfernt werden. Wir konnten hoffentlich das Thema Feedback-Sensor für euch praxisnah zusammenfassen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Damit ihr in Zukunft nichts verpasst, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke läuten. Wenn ihr Kommentare habt, einfach runter in die Kommentarspalte. Ansonsten verbleibt uns nur noch Servus. Ciao.